It's for a good cause. Können wir mit dir nochmal reden? Das ist du, die auf der Straße getroffen haben, wa? Good to see a friendly face. Okay, achso, wir sollen mit Kalach reden. Was ist denn mit Kalach? Oh my god, Soldier. That's Jahira. The Jahira. Kennen wir die schon? Sie lebt in der Stadt, nicht wahr? Ihr kennt sie? Die ist beinahe an einen Rudelhafen auf die Fersen jetzt hätte. Ihr kennt sie? Not personally. I mean, I wish. She's an absolute legend. Years ago, over a century, Jahira was part of a group that saved Baldur's Gate from Über 100 Jahre? Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jahira was a powerful druid. Adamant. Tough. Ich vermute mal, die Gamm kommt aus Baldur's Gate 2, ne? A thousand times since. I never thought I'd meet Jahira. She's a hero and I was always some outer city. I can't believe she wants to talk to us about doch. Working together. What a day! What a day! Na, ist okay, mit euch brauche ich glaube ich nicht allzu sehr reden. Moment, aber gespeichert? Moment, du bist der Händler. Quartiermeisterin Tally, hallo. Immer was zu verkaufen. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Kann ich euch irgendwas abnehmen, ohne dass es mich was kostet? Yes! Vorteil! Wait, what? Nee, nicht das. So, danke. Ich will keine Person bezaubern, danke. Klappt ja trotzdem. Klappt ja trotzdem. Cheeky. But, since you're asking. Vorratspaket. Na gut. Fine. Fine by me. You're alright by Jahira. You're alright by me. Lass mich mal die Waren sehen hier. Vorratspaket erhalten. Keine Ahnung. Alte Architektur sammeln, abhandeln über die antimagischen Eigenschaften der Susurblüte. Brauche ich die Bücher noch? Glaub halt nicht. Geflicktes Pergament. Rechten Justiz, Charitan-Tagebuch, staubiges Buch. Wir haben schon zwei staubige Bücher. Eine Abhandlung, Tagebuch der Priesterin, Tagebuch, die wollte ich halt tendenziell behalten. Das ist so ein bisschen das Problem. Rauchpulverbombe. Wir haben noch eine Hafnerbrosche. Was machen wir damit? Kann ich das einfach... hier, Schattenherz. Schutz für gut und böses allsichtige Auge. Das werde ich nicht mehr benutzen. Gibt uns ganze ein Gold. Was haben wir denn hier? Schild der Hingabe. Zu dem Zauberplatz. Du hast einen Zauberplatz des ersten Grades. Wenn du dich einen Gegner mit einem Nahkampfangriff trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen, sodass er liegen ist, sofern ihm kein Geschicklichkeitsruf gelingt. Schild der Hingabe Beistand. Das Ding ist ziemlich heftig. Glühender Stab. Gewährt Resistenzen gegen Feuerschaden. Zauberfernkampfangriff. Typische Kälte. Wenn du mit dem Zauber Kälteschirm bewirkst, fügst du dem Ziel möglicherweise unterkühlt zu. Feuerpfeil, Feuerball gibt uns das. Umwerfen. Pfeil des Humanoiden-Töters. 4 bis 18 Schaden, sehr selten. Fügt Humanoiden doppelten Schaden zu. Färbemittel, Schwarz und Jadegrün. Das hört sich eigentlich ganz geil an, tatsächlich. Futter bei Rettungswürfen, Weisheitwürfen. Und Schild. Wenn ein Gegner alles auf dich abgesehen hat, erhöhe deinen Rüstungswert um 5, weil du erleidest keinen Schaden durch magisches Geschoss. Schutz vor Geschossen. Kampf mit zwei Waffen. Wenn du mit der zweiten Waffe einen Angriff ausführst, kannst du den Schaden des Angriffs Das wäre mit den Doppeldolchen von Dingens ganz geil. Können, glaube ich, erstmal ausgleichen. Ihm haben wir doch... Nee. Ja, das ist Finesse-Schwert gegeben.
Die Frage ist, können wir doppelt Finesse? Hier ist noch ein Rapier, hier 3 bis 10. Take care now. Gib mal ihn mir kurz. Ich bin nicht ganz sicher, ob man Rab hier zwei, also beide nicht tragen kann. Aber ich könnte ihm noch ein... Nee, das will ich nicht. Sechs bis 13, 6 bis 16. Noch eine Finesse-Waffe, Speer ungewöhnlich, nur mit dem Dual-Wielding-Perk. Aber Dolche kann er. Kann Astarion Dual wielden. Also mit Dolchen geht's auf jeden Fall. Hier, ich kann einen Dolch. Habe ich einen zweiten Dolch? Hat doch mal einen zweiten Dolch. Wir haben noch mehr Dolche hier. Also das kann er. Rapiere nicht. Dolche sind auch small. Ah. Ja, jetzt wäre natürlich die Frage. Wie. Fertigkeiten. Wahrnehmung, täuschen, auftreten, überzeugen, einschüchtern aber nicht genommen. Kombatik, Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit plus 10? Oh, holy! Athletik. Rüstung, einfache Waffen. Kriegswaffen. Ja. Sowas wie. Haarsträubender Ausstoß. Bürger beim Vertreffen möglicherweise verängstigt, halt ein Bonus von Angriffswaffen. Hm. Das sind also eigentlich ist doch dann ein Attack. Kann mich, sehe ich bei einem Attack jetzt einen Gesamtschaden? 6 bis 9. Ich kann aber nicht mit beiden gleichzeitig angreifen, sehe ich das richtig? Das ist noch was, was mir irgendwie nicht ganz klar ist. Wenn ich die doppelt mache, dann will ich natürlich auch mit beiden gleichzeitig zustechen. Aber das macht die normale Attack nicht. Und ich weiß nicht genau, warum. Wo ist jetzt... Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, warum. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Ja, lass mich die mal ansehen. So, was haben wir hier sonst noch? Hut des unbefangenen Kushigo. Im Dual-Wield kannst du mit R switchen, ob du einen Bonus-Action für die Offhand-Attack automatisch nutzt oder nicht. Offhand-Weapon kostet die Bonus-Action. Ah. Das habe ich irgendwie nicht gefunden, wie ich das ordentlich einstelle. Mittlere Rüstung 12. Ihre Schwächen offenbar. Wenn der Träger Schaden bei einem waffenlosen Angriff bewirkt, erhält er bis zu seinem Zug einen Bonus auf plus 1 auf seinen Zauberrettungs-SG. Die Action ist nur Main-Hand-Attack. Hm. Verteidiger Zweihandachs. Die sieht fett aus. Warte mal. Kalach 6 bis 17. Aber die hat jetzt schon eine bessere. Die blutige Zweihandachs. Weil wir an. So, aber nur wenn der extra Schaden reingezählt wird. Nur wenn der extra Schaden reingezählt wird. Ohne den 1 bis 4 ist sie bei 5 bis 16. Da wäre die jetzt schon besser, die Verteidiger Zweihandachs. Wenn du deinen ersten Angriff, weil sie ist eigentlich selten unter 50% HP, ist mal ehrlich, der in der Runde ausführst, kannst du die Verzauberung dieser Waffe um 1 verringern, um deine Rüstungsklasse und deinen Rüstungswert um 1 zu erhöhen. Waffenverzauberung plus 2, deswegen ist sie stärker. Pling! Jetzt kriegen wir ein neues. Was haben wir hier? UNT Schuppenpanzer, mittlere Rüstung. Ja, jetzt vergleichen wir halt nicht mehr, aus irgendeinem Grund vergleichen wir nicht mehr mit ihr. Die Waffe funktioniert, das Wechseln, ne? Wenn ich hier unten wechsle. Aber ja, die Rüstung irgendwie nicht. Die Rüstung. Doch, jetzt wird die Rüstung richtig verglichen. Du hast doch noch eine mittlere Rüstung an, ne? 15. Oder ist ein weniger Hiebschaden. Fügt deine Rüstungsklasse deinen Geschicklichkeitsmodifikator hinzu. Außerdem bewirkt diese Rüstung keinen Nachteil bei Heimlichkeitsattributswürfen. Du erhältst einen Bonus auf plus 1 auf Initiativwürfe. Du bist aber nicht geübt mit mittleren Rüstungen, genau, ne? Das ist ein bisschen blöd. Kleidung. Stärke des Stiers. Du erhältst Stärke des Stiers und deine Stärkwert um bis 220 erhöht. Du kannst nicht gegen deinen Willen gestoßen werden und bist bei Rettungswürfen gegen den Zustand festgesetzt im Vorteil. Das ist aber einfache Kleidung. Obsidian durchzogene Robe. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf gegen die Zauber eines Gegners bewirkst du 4 bis 7 Feuerschaden bei diesem. Okay, ist einfach ein
Ein Konter. Schild. Schutz vor Geschossen. Elixier, unsichtbares Sehen. Trinke das Elixier. Okay, jetzt habe ich nochmal eine Frage gesehen. Hast du verstanden, wie lange Elixiere anhalten? Weil Elixiere scheinen einen längeren Bonus zu geben als andere Zauber oder sowas. Aber wie lange halten die an? Bis zum nächsten langen Rast. Okay, das ist doch relativ gut. Färbemittel Purpur, Grün, Meeresgrün. Umhang des Schutzes. Ein Umhang! I want. Rüstungsklasse und Rettungswürfe, let's go. So, Zweihandaxt, Langschwert, das ist so ein bisschen Base. Jetzt ist jeder. Können wir hier noch eine bessere Armbrust geben, aber ich glaube, das werde ich nicht tun, weil ich habe einen Eldritch Blast. Extensiv, Speer plus 1. Elixier der Feuerresistenz, verdünntes Öl. So, sonst hätte ich, glaube ich, nichts mehr so Spannendes. Ach doch. Trank der mächtigen Heilung hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne. Und Heiltränke nehme ich auch noch mit. So, jetzt die Frage, was kauft man noch? Die hier oben, das sind die Stäbe, die halt... Ich glaube, aber mein Eisstab gefällt mir besser. Nicht nur vom Damage her. Deswegen nutze ich inzwischen, weil mit zwei Monks, einem Fighter und einem Warlock Barden brauche ich echt selten Long Rests. Weil die alle bei Short Rests ihre Ressourcen wieder auffüllen, ne? Schild der Hingabe, habe ich immer noch das Gefühl, ist richtig gut, wenn du nur zwei würfest und die Difficulty 18 Position trotzdem schaffst. Ja, ja, ich habe vorhin schon verstanden, gesagt. So, Kampf mit zwei Waffen. Wenn du den zweiten Angriff ausführst, kannst du deinen Schaden des Angriffs deinen Attributsmodifikator hinzufügen. Aber kann ich bei einem Schurken dann beim hinterhältigen Angriff auch mit beiden angreifen? Mit beiden Dolchen? Da kriege ich aber nur einmal den Hinterhältig-Bonus, ne? Das ist eine 15er leichte Rüstung des Schattenpirschers. Leichte Rüstung. Der Träger ist bei Rettungswürfen im Futter, während er vom Schatten verschleiert. Das ist Heimlichkeit plus 1. Heimlichkeit plus 1 braucht halt viele von uns nicht mehr. Leichte Rüstung. Okay, leichte Rüstung habe ich sogar. Was habe ich denn da eigentlich? Du leistest ein weniger Wuchtschaden. Mittlere Rüstung, da bin ich nicht geübt. Leichte Rüstung, ich könnte mich besser verstecken. Boah. Ist irgendwie nicht so mein Bier. Mittlere Rüstung bin ich halt nicht geübt drin. Und da, ich bin doch eigentlich geschickt. Warum habe ich eigentlich so eine niedrige, nee. Eine 14er Rüstungsklasse habe ich, ne? Ja. Die Mainhand Weapon hast danach halt noch deine Bonus Action. Die halt einfach nur eine Attack wäre. Okay. Dann mit den Dingern hier, dass man die geschickt, den Attribut. Den Geschicklichkeitsmodifikator, wer das dann hinzufügen könnte. Dem Schaden. Also nochmal plus 3 Schaden extra. Was schon gar nicht so kacke ist. Schwarz und Ofenrot. Indigo. Braune Alabaster. Ich denke... Ich denke, ich nehme erstmal das auf jeden Fall mit. Was für ein Schild hast du? Du hast die Blitzaura, das Blitzaura-Schild, was glaube ich nicht viel bringt, weil du selten Blitze hast. Ja, genau. Das ist einfach nur, das ist basically einfach nur ein hübscheres Schild. Deswegen wäre es schon smart, wenn wir dir mal das hier geben würden. Damit du ein geileres Schild hast. Was hast du an Händen? Unterwäsche. Das ist die drei temporären Trefferpunkte, die finde ich immer noch ganz gut auf dir. Waffenlosen Angriff. Ja, yeah, waffenlosen Angriff ist auch irgendwie Quatsch. Schutz vor Geschossen, doppelter Angriff. Könnten dir Schutz vor Geschossen geben. Waffenloser Angriff benutze ich einfach nicht. Das ist halt was für Monks und die spiele ich aktuell nicht. Würde ich sagen. Deswegen, whatever. Das hat auf jeden Fall ein fettes Schild. Können wir das hier wieder verkaufen? Das brauchen wir, glaube ich, nicht. So. Ich bin komplett mit Blitzaufladungsequipment. Das kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Da fällt mir gerade ein. Hätte ich lieber das Schild dir gegeben?
Nee, bist mit Schilden eh ungeübt. Schilden is not your jam. Dann ist es so. Ist die Frage noch, ob wir für Kalach die andere Axt hier nehmen. Die Zweihand-Axt. Dann könnte sie ihre Rüstungsklasse erhöhen. Sie hat jetzt eine 17er Rüstungsklasse. Aber würde dafür einen Damage verlieren, oder? Genau. Kannst die Verzauberung der Waffe um 1 verringern. Dann würde sie doch einen Damage verlieren. Und ein, also 5% schlechter hitten, aber dafür auch 5% weniger gehittet werden. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht notwendig. Da brauchen wir, glaube ich, nicht 800 Gold für ausgeben. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Und die anderen Sachen hier unten interessieren mich, glaube ich, nicht. Pfeil der Transportation. Teleportiert dich dorthin, wo der Pfeil auf... Pfeil der vielen Ziele. Bewirke bei 3 weiteren Zielen Reichweite zu dir den halben Schaden. Pfeil der vielen Ziele willst du, glaube ich, mal haben. Wenn du ein bisschen AOE kriegst. Pfeil der Linderung. Ja. Also sehr seltene Gegenstände, ne? Die sind schon ganz geil, aber ich muss ja trotzdem, ich brauche trotzdem dafür einen Zauberplatz, Feuerpfeil und Feuerball. Ich müsste das nicht mehr eingestimmt haben, aber ich brauche trotzdem einen Zauberplatz, deswegen ist das irgendwie Quatsch, das zu benutzen. Und du hast immer noch den korrosiven Flegel. Und im Schnitt 6 Aufladungen, was auch noch 18 temporäre Hitpoints sind. Nice. 5 bis 12. Beharrlichkeit hat er genauso. Und mit Finesse bist du nicht so gut. Exzide Feuerresistenz. Das ist ja Sinn in diesem. Ja, ich weiß, dass das. Ich verstehe schon, wofür die gemacht sind. Ich sag nur, bei meinem aktuellen Setup, also ich hatte vorher hatte ich ja noch Lezelle dabei, da bringt es mir auch nichts, weil die keine Zauberplätze hat. Und bei meinem aktuellen Setup bin ich der einzige Fullcaster und ich habe nicht so viele Zauberplätze, dass ich. Und genug Zauber an sich. Also, ich brauche jetzt nicht noch mehr Zauber. Das ist nicht mein Problem. Deswegen. Aber Lisa, er hat doch keine Zauberplätze. Wie geht denn das? Achso, mit der, ja, dass der Halskette, dass, okay, dass sie einen Zauberplatz kriegt. Ja, aber okay, welchen Zaubermodifikator hat seine Intelligenz? Das ist aber auch nicht gut. Oder kriegt sein Charisma? Das ist aber auch nicht gut. Also, Intelligenz, Charisma und Weisheit ist sie doch nie gut. Die trifft doch dann nichts mit Zaubern, oder bin ich blöd? Treffe Scorching Rays immer. Faust Ultrit. Oh, hallo, du hast eine Faust. Hey, that's close enough. You ain't no Harper and you ain't no Fist. Don't need the likes of you crashing our party. Was? Party? Give the rest, Alfred. We need all the god's damned help we can get. Was braucht ihr denn jetzt? Ultrit wütend anfangen. Welche Aktion störe Rescue ich denn? Party. Not that you'll give a triple shot, Dan. But we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate. Das haben wir schon gehört. Das wäre genau mein Ding. Ich war hinterher dort. Ich kann wohl nicht hoffen, dass Berater Florik es den ganzen Weg bis hierher geschafft hat. Sure did. For all the good that does us. She's inside. One of the ground floor chambers. Guess she need to be a god's damned counselor to get room and board around here. Stimmt nicht. Mich wurde auch eingeladen. Wir reden mal noch ein paar Leuten. Wer bist denn du? True soul, I believe. How fortunate we are to have you among us. Warum bist du so positiv über wahre Seelen? Hieß nicht gerade noch wahre Seelen sind Wurzeln allen Übels und die absoluten Obermotherfucker? Take a stroll. Oh, hallo Halbling. Enjoy them while you can. Typischer Halbling. Ah, drink. Pardon. But I've no mind for small talk. Okay, tschüss. Sind alle hier schwer beschäftigt, habe ich das Gefühl. Wo sind wir jetzt hier? Wait. Hier ist ein Hafen? Yo, what? Was geht denn? What? Sieht aus wie eine riesige Werft. Okay, ich vermute mal, ihr macht, haltet Wache. Das brauche ich euch nicht anreden. Okay. Schräg.
Sind wir einmal im Kreis gelaufen. Gut, nicht viel passiert. Ich gucke noch ein bisschen hier oben, bevor ich in die ebenerdigen Sachen reingehe. Oh, hier ist ein Keller. Darf ich da rein? Zum letzten Lichtkeller. Ist hier irgendjemand? Hallo? Wir sind zu Hause? Da gibt es auf jeden Fall ein Bett. Irgendjemand pennt hier. Tiere reden es an, falls wir irgendwelche Ratten sehen. Sieht aus wie ein Durchgang. Kalach! Well. Come here, please. Kannst du dich vielleicht ordentlich rüberstellen? Okay, hier kann ich wohl nicht durch. Schade, ich dachte, hier kann ich durch. Aber die Tür ist tatsächlich zugestellt. Moment, müsste ich hier jetzt nicht... Ne, ich bin in die andere Richtung, ne? Ich will ja eigentlich nicht alles durchlooten, weil hier wahrscheinlich zu 99% eh nichts drin ist. Oder halt nichts Nützliches zumindest. Beweistruhe. Hallo? Muss ich überhaupt knacken? Schwierigkeitsgrad 14. Let's try. Das haben wir doch geschafft. Das heißt eine Beweistruhe. Oh! Hier ist doch keiner dagegen, dass ich irgendwie mir einen Heiltrank gönne, oder? Noch eine Beweistruhe. Ich sehe hier niemanden, der hier irgendwas bewacht. Von daher ist das nicht mein Problem. Und ein Weinträger. Gut, das Weinträger muss ich jetzt nicht plündern. Ganz so durstig bin ich dann doch nicht. Warum die Beweistruhe hieß, ist mir nicht ganz klar, wenn da einfach nur ein Heiltrank drin ist. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Das war oben. Miau, ich hab eine Katze gehört. Oh, hallo. Hafner Hangar. Der mag auch Alliterationen. Ich wollte mit dir reden. Hier blieben. You look well equipped. Good. You wouldn't believe the state of some of these lads. Okay. Komm wohl beschissen ausgerüstet hierher, I guess. Manche Leute. Ich könnte ja auch direkt wieder raus aus dem Schutzkreis, ne? Frage ist, will ich? Habe ich aktuell keinen Grund. Rollenspieltechnisch. Ich wollte erst mit den Leuten reden. Du siehst besorgt aus. Moment, dich kennen wir doch. Dich kennen wir. Safe. Please, I just want to be alone. Oder auch nicht. It's Dennis. Du siehst sehr ähnlich aus wie an die Wickeln. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up. Cut us up. Said they were taking whoever could still walk to Moonrise Towers. I managed to get away. But my love. Ist der nicht tot? Ich glaube, den haben wir irgendwo gefunden. Ich glaube, den können es erwischt haben. Martin Dahl, Roshan. Selbst Geräte eurer Seelengefährten sterben lassen. Ach Gott. Wie seid ihr davon gekommen? Das ist weniger spektakulär, als ich dachte. Dennis könnte noch leben. Gebt ihn noch nicht auf. Erstmal Hoffnung sehen, um sie dann zu zerstören. Ich hoffe, du bist richtig. I wish I hadn't let go of him. Den finden wir schon irgendwann. Ich werde Dennis finden, um ihn zurückzubringen. Ich werde mein Bestes tun. Nach dem, was ich gehört habe, wurde er inzwischen sicher getötet und gefressen. In der Reihenfolge, wenn er Glück hatte. Ich versuche ihn mal zu finden. Mal sehen. Vielleicht finden wir ihn ja wieder. It would mean the world to me. Wir sind ja schon so ein bisschen eine gute Seele. So ein bisschen.
Und hier geht's auch oben raus und das sind Fallen. Oh. Hallo. Hier geht's unten in irgendeinen alten Komplex. Ja. Hafner Brantos. Hallo. So, wir sind jetzt einmal drumrum. Also hier ist richtig Action. Moment, hier ist hier ein... Das ist doch ein Schmied, oder? Das Teufelsherz. Den seltsamen Ochsen haben wir, glaube ich, schon mal angequatscht, oder? Still incapable. Ich gebe dir gleich unfähig. Ich erkenne dich aus dem Druiden. Bist du jetzt bereit, Geheimnisse zu offenbaren? Not for you to know. Okay, überzeugen, Wahrnehmung, Natur, dann überzeugen. Ach bitte, ich bin neugierig. Let's go. Yes, nice. Bin doch so neugierig. Well, come close, your mind to mine. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Wenn das Ochsen einen frechen Besen, was bist du wirklich? And you won't have to find out. Du siehst mir. Du bist doch ein Teufel oder sowas. Zeig dich gefälligst sofort. A bit of hay, a good brushing and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Wenn du dich irgendwie hier komisch versteckst, bist du in potenzieller Gefahr. Wer bist du? Was bist du? Schlick. Seltsamer Ochse. Säureresistenz, Hiebresistenz, Blitzresistenz. Blindsicht, Dunkelsicht, Gelegenheitsangriff. Karnach? Sozusagen, du bist zuerst dran. Dann kann nämlich unser Schurkenfreund besser angreifen. Uwin! Oh. Du bist aber. Jetzt sehen wir, dass wir zerfleischen können. Können wir theoretisch schon. Dann können wir einen hinterhältigen Angriff machen. Im Fernkampf. Würde ich sagen. 24, nice. Gehen wir mal einen Schritt zur Seite. Wir können uns hier sogar noch verstecken, oder? Sollen wir ihn wahrscheinlich aber nicht wegschieben an der Stelle. Deswegen. Bap, bap. Schön 21 ins Gesicht geknallt. Oh, der Hafner geht mit rein. Dafür kann ich jetzt nichts. Wenn der stirbt, da habe ich nichts mit zu tun, ja. Das ist aber. Moment, das war sehr schlecht, wenn der stirbt. Der hat 8 HP, Mann. Der hat 8 HP. Geh doch raus, please. Der hat 8 HP und eine 9er Rüstungsklasse. Geh doch raus, please. Ich darf wohl keine AOE einsetzen, weil dann besteht ihn mit, ne? Ja. Ich würde ihn, glaube ich, mal verfluchen. Furcht. Sie wird von Furcht 14 überspringt möglicherweise ihren Zug. Ich denke, Berührung, Angriffe, Zauber fügen ihr zusätzlichen Schaden zu. In Berührung ist die Angriffswürfe
gegen dich im Nachteil. Auf Charisma im Nachteil. Attributswürfe. Also Attributswürfe. Auch Angriffswürfe. Weiß halt nicht, womit sie angreift. War das Ding gegen nekrotisch immun? Nee, gegen Säure. Abbild beschwören. Dann mach mal das, weil das könnte generell so ein bisschen helfen. Wenn der ihn halt angreift, ne? Der ist instant dead. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Hinterhältiger Angriff. 85. Nice. Kann ich da stehen lassen? Kann man eigentlich da stehen lassen? Achso, weil er immun gegen ihren Schaden ist. Klar. Das ist natürlich klar. Will ich jetzt psychischen Schaden machen? Ich könnte ihn verlangsamen. Unsichtbarkeit kann ich nur auf mich wirken. Leider einen halben Schaden durch Hieb-, Stich- und Wuchtangriffe. Und Klingenband kann ich auch nur auf mich wirken, glaube ich. Das target automatisch mich. Ja. Das sind doch nur 11. Ich hoffe, er macht keinen Attack auf ihn. Oh, sehr gut. Du bist außerhalb der Reihe. Das ist richtig smart. Dankeschön. Das macht es sehr viel einfacher. Prozent. Komm schon. Necrotic. Ja, das ist wurscht. Das ist wurscht. Komm schon, mach ihn fertig. Was warst du, ey? Hut der Feuerschärfe. Wenn du Feuerschaden bewirkst, erhältst du 2 Züge lang arkane Sinnesschärfe. Was ist arkane Sinnesschärfe? Die betroffene Kreatur hat einen Bonus von plus 1 auf ihre Zauberangriffswürfe und auf den Zauberschwierigkeitsgrad pro verbleibendem Zug. Aha. Can you stop? Segen des Gestaltwandels. Du erhältst einen Bonus von plus 1 D4 auf alle Würfe, wenn dein Gestaltwandels oder dich tanzt. Ich sehe Astarion da. Und da bin ich mir nicht sicher. Wir müssen mit dir reden. Ah, thought I sensed an infernal. What are you doing here? Same thing as you, I reckon. Trying to stay out of the shadows. Hold on. I know you. The weaponsmith, right? Drafted into the blood war when the city was swallowed by Avernus. Not too different from my own story. Well done making it out alive. Same to you. Mein Stab ist ein bisschen ungünstig platziert. Unless my senses deceive me. You brought a bit of the hells back with you. Infernal engine? Who needs a heart when you've got one of these to keep you warm? Thank you, Zariel. Forget warm. You're burning up. Might be burning out a piston ring. Or leaking oil. Ja, mach ihn. Mind if I take a listen? Tune sie ein bisschen. I've been dying to find an infernal mechanic. Now that's hot. Too hot. I think I could sort you. Infernalisches Eisen haben wir. I need some infernal iron and a lot of luck. Infernalisches Eisen haben wir. Haben wir doch so zweimal inzwischen. Hey Soldier, we've got some infernal iron already. Let's give it to him, eh?
Okay, let's try. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Sie soll dann aber nicht mehr so heiß sein, verstehe ich das richtig? Give me just a moment. And I think. Vertrauenserweckend, sind wir ehrlich. There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. Das funktioniert nur, wenn sie ihre Standardrüstung hat, tatsächlich. That feels good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Let me sleep on it. I just might be able to work something out. Ich muss in mein Lager gucken, ob ich irgendwas dabei habe. I'll have something promising to report. I'll need more. Oder muss mein Eisstab? So keep your eyes open. Ich glaube, wir haben noch eins. Take care. In unserem Lager. Ich glaube, wir haben noch eins in unserem Lager. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Nice. Berühren kann ich euch aber weiterhin nicht. Dann finden wir etwas Böses vermöbeln könnt. Da bin ich dabei. Let's go. Mal kurz ins Lager gucken. Ob ich das hier hingeschickt habe oder ob ich das woanders habe. Okay, oh Gott. Wo ist denn die Lagerkiste hier? Dass das Lager jedes Mal ein anderes Layout hat, ist ein bisschen ungünstig, sag ich mal. Da ist die Lagerkiste. So. Oh, wir haben jetzt jede Menge noch Shit zu verkaufen. Mystische Runen, das. Essen, Seelenmünze, seltsame Kleidertruhe. Ich nehme mal den ganzen Kram, den wir noch verkaufen wollen, noch mit raus, wa? Blitzstrahl, Klassenaktion. Bündelt ihr jetzt hin einen Ladung, um einen nächsten Blitzzauber und oder Zaubertrick zu verstärken? Huch, das war nicht das, was ich wollte. Jacke des Wohlwollens. Wenn du die Verbünden mit Badischen Inspirationsspirit so viel ja, Wurst. Stiefel können wir verkaufen. Wir haben zwei Bälle hier. What? Grimmschädel. Schutz vor kritischen Treffern. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Sind inzwischen überlastet, ja, das war irgendwie abzusehen. Aber ich habe hier kein infernalisches Eisen mehr. Aber noch kann ich mich zumindest ein bisschen bewegen, das reicht ja, um zum Händler zu laufen. Ich dachte, ich hätte noch welches. Und Karlach hat, glaube ich, auch keins mehr, ne? Ich dachte, wir hätten zwei gefunden. Habe ich das vielleicht doch irgendwo verkauft? Das wäre beschissen. Das wäre sehr beschissen. I thought it was you. Saving my skin again, I see. Never seen a shapeshifted ox before. But I'm glad you dealt with it before it dealt with us. Ja, er wollte, glaube ich, nicht wirklich aggressiv sein, aber. The way here was anything but easy, eh? A makeshift Harper's fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. Kann man dir was verkaufen? Bisschen Waffen? If you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help.
Lasst uns erstmal sehen, was ihr habt. Dann haben wir nämlich hier ein paar Sachen, die wir loswerden wollen. Sowas, 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 sowas. Hier auch ein bisschen Rüstung, Waffen. Könnt ihr alles gern von mir haben. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Trank des Schlafs. Nur Schaden. Also ich kann mich selber... Achso, ich kann Leute abwerfen wahrscheinlich damit. Wäre wahrscheinlich auch vollkommen okay. Ich weiß nicht, wofür ich Wasser brauche. Ob ich Wasser brauche. So ein bisschen das Ding. Was ist denn du hier? Schwert des Lebensentzugs. Kritischer Lebensentzug. Beim kritischen Treffer leidest du 1 bis 10 nekrotischen Schaden, solange es kein Konstrukt oder Untot ist. Du erhältst aus dem 10 Trefferpunkte. Okay, spannend. Ich glaube, wir können erstmal kurz das ausgleichen. Du bist im Umgang mit Kurzschwertern, Langschwertern und Zweihandschwertern geübt. Zusätzlich erhältst du einen Bonus plus 1 auf Nahkampfangriffswürfe. Ringpanzer mit schwere Rüstung auf 16. Das ist nicht so gut. Mittlere Rüstung auf 15. Mittlere Rüstung auf 14. Zwei weniger Wuchtschaden. Aber die wäre besser als die wir haben. Gepolsterte Rüstung plus 2 anstatt plus 1. Ich glaube, die würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Insgesamt. Sonst mit einem leichten Rüstung 12er. Noch eine Rüstungsklasse mehr zu haben, ist schon einiges wert. Wo ist denn die jetzt hin? Hä? Nicht doof. So, by the way. Umhang. Da, gepolsterte Rüstung plus 2. Sortiert sie irgendwie um. Ringpanzerung plus 2. Das wäre eine schwere Rüstung, die auf 16 ist. Das ist echt nicht so gut. Dunkelfeuer Kurzbogen. Gewährt Resistenz gegen Kälteschaden, Resistenz gegen Feuerschaden, Wachverzauberung plus 2. Ist das für dich? 7 bis 12, ja. Triffst aber besser gegen verängstigte Kreaturen. Und bei dem hier 5 bis 14. Intelligenz minus 1, Weisheit minus 1. What? Stärke plus 2 bis 23. Oh. Kriegshammer 5 bis 14. Magische Kräfte des Hammers bewirken nur, wenn er an einen mystischen Ritter gebunden oder die Paktwaffe eines Hexenmeisters ist. Die magische Kräfte des Hammers wirken nur, wenn er einen mystischen Ritter oder eine Paktwaffe ist. Paktwaffe könnten wir zwar machen, aber wir werden keine Zweihandhammer benutzen, weil da sind wir doch nicht geübt drin. Nee. Harmonium-Hellebarde. Kann doch nichts Besonderes. Das ist eine Streitaxt, eine Einhandwaffe. Thermodynamik. Wenn du Schaden mit dieser Waffe wirkst, erhält zwei Züge lang Hitze. Hitze heißt... Umgebung von einem rachsüchtigen Feuer. Leidet bei dem Zug 1 bis 4, kann aber konzentriert zu Feuer einsetzen. Ja, das war halt eine Einhandwaffe. Dunnenklinge, Krummsäbel. Solange du dich konzentriert wirkst, dein Nahkampfwaffe zusätzlich 1 bis 4 Giftschaden. Pfeil der vielen Ziele. Sicherheitsschild. Rettungswurf plus 1. Pfeil des Unholdtöters. Konstrukttöters. Ja, also ich glaube, Dunkelfeuer-Kurzbogen wegen Resistenzen gegen Feuer- und Kälteschaden hört sich eigentlich ziemlich nice an. Verängstigt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber Kalach kann hier, glaube ich, noch ein bisschen was loswerden von ihrem Shit, was sie so bei sich trägt. Gepolsterte Rüstung. Also das ist Astarions Rüstung. Leichte Rüstung 11. Können wir das? Können wir hier nicht rumschicken. Rettungswürfe Konstitution. So, da haben wir noch einen Wurfspeer, den können wir glaube ich noch behalten. Jede
Nein, halt, halt, stopp. Doch, übrigens, du hast das Konto verkaufen. Tagebuch, Tagebuch, Tagebuch. Konstruktionsprotokoll der Schmiede. Ich weiß nicht, was ich mit Silberbahn und mit der Eisenflasche mache. Das ist mir noch nicht ganz klar. Kurzbogen, Kurzbogen. Die Picke behalten wir auf als Picke. Rohstoff brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht mehr. Warum haben wir nicht zwei Schaufeln bei ihr? Wir haben auch zwei Rucksäcke bei ihr. Okay. Zertrümmerte Pflege. Wyvern-Gift. Schwert der Gerechtigkeit. Ich glaube, die brauchen wir halt wirklich eher nicht mehr. Nee, lass mal schon. Ich weiß, dass hier irgendein Questing ist. Die war ja in dem Geheimbund-Paket drin. Ich weiß, ob wir den Namen des Geheimbunds nicht gemerkt. Aber wir werden schon rausfinden, was damit passiert. So, sehr schön, wieder 700 zurückgekriegt. Und ihr habt ordentlich Rüstung bekommen. Guck mal, falls ihr neue Leute habt, ihr habt richtig viele Rüstungen jetzt. Himmelsbrecher, senkendes Niederstrecken. Ich glaube, die benutze ich auch nicht mehr. Und bei dem war ich mir nicht sicher, ob ich dich wirklich jemals benutzen will. Das ist ganz geiler Damage, den du machst, aber weil es gleich Resistenz gegen nekrotischen Schaden gibt, ne? Bogen der Todesfee? Ich glaube nicht. Also der Damage ist, glaube ich, nicht. Verängstigt ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut. I'll be here if you need anything else. Okay. Wir haben leider kein infernalisches Zeug mehr. Das ist ein bisschen blöd. Strange fellow, that one. You sure made a mess of him. You were making quite a ruckus over there. Hope everything's all right. Haben wir im Griff. Haben wir im Griff. So, wir haben Karlach einmal getuned. Das haben wir zumindest hingekriegt. Ja, ich dachte, ich hätte eigentlich noch ein zweites Höllenmetall gefunden, aber ich wusste halt nicht, wofür ich es brauche. Deswegen habe ich es wahrscheinlich irgendwo verkauft und mir fällt gerade auf, dass ich das nicht mehr habe. Mein Good Boy, den müssen wir doch mitnehmen. Hier geht's nochmal raus. Hey, da wollen wir jetzt aber gerade nicht hin. Wir sollten mit den Leuten hier reden, wurde uns gesagt. Machen wir das doch erstmal. Ihr seid alle Stufe 6, also bin ich hier genau im richtigen Level hingekommen. Hallo. Juhu. Elturischer Speer. Guten Tag. Thought you'd be 10 yards tall, the way Zevlor spoke of you. Ich bin nicht ganz so groß, ist richtig. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Bist kein guter Speer, würde ich sagen. Cool, euch überfallen. Ich kann Zevlor nirgends entdecken. Wird er auch vermisst? Wird er auch vermisst? Aye, and more than half the others with him. Das ist natürlich doof. Out in the cursed lands, cultists of this absolute, Zevlor froze, begged us to surrender. Was? Was? They were toying with us, making examples, and we'd had enough of taking it. Those of us who got free just kept running till we found this place. The others, maybe the cult got them, maybe the curse. Ihr habt überlebt, die anderen gewiss auch. Ihr habt sie aus dem Stich gelassen, ihr habt das Richtige getan, ihr wollt kein Gefangener der Absoluten sein. Ihr wollt doch nach Baldur's Tor, was habt ihr überhaupt hier gemacht, ja? This army of the Absolute is growing and flowing towards Moonrise. There's worse than goblins on the roads now. Und deswegen seid ihr hier unten lang. I thought we might pass unnoticed along the fringes of this place. Escape the owlbear by hiding in its shadow, so to speak. You can see exactly how well that went. Gar nicht. So, als hättet ihr den Karren so richtig in den Dreck gezogen. Nun jedenfalls seid ihr hier, besser als Gefangener der Absoluten zu sein. Würde ich auch mal sagen. Zevlor seemed to think the cult wanted us alive. I almost hope he never found out why. Ja, um euch zu Anhängern zu machen, logisch. Ja, wir sollen mit dir reden. Ich hab schon verstanden. Be welcome.
Have a drink. Ja, das sage ich mir doch als Halbling nicht zweimal sagen. My God. Sie ist ein Fan. To your very good health. Ach, sie ist eine Elfe, deswegen lebt sie lange. Erst am Wein schnuppern. Auf jeden Fall. Nice. Und noch auf plus 4. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. Ich will ja nicht von dem Artefakt erzählen. The taste, if that's what you're wondering. Nein, aber Vertrauen verdirbt es. Indulge me. Ich trinke den Wein und hoffe, dass ich nicht nach dem Artefakt oder sowas fragt, wie wir dem widerstehen können. Ich habe nicht gesehen. Well, but a century old and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you. Isn't it? Du weißt, dass du im Einfluss einer Droge stehst, trotzdem versuchen zu leugnen, dass die Larve irgendeinen Einfluss auf dich hat. Jetzt weiß ich, warum ihr meinen Wein gewürzt habt. Ja, der Parasit gibt mir Kräfte, die ich noch nie hatte. Er verbessert mich. Ich will mich nicht verändern und für sich gewinnen, aber ich widerstehe seinen Versuchungen. Er will mich verändern und für sich gewinnen. Ich kann nicht lesen, ey. Aber ich verstehe, widerstehe den Versuchungen. Ja. Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village. Only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Oh, what? Hat beim ersten Mal vielleicht nicht hart genug getroffen. Wer war, ist er? General Gadrick Thorne. Was? Der lebt noch. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. Das ist spannend, weil... He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General aber wahrscheinlich nicht als Schar-Anhänger. Again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. Yeah. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself. Only to watch him pluck it out like a splinter. Das ist ungünstig. Right in front of me and chased us into the shadows. Ja, wahrscheinlich kann das nur in den Schatten. But experience has taught me that no matter how bleak things look. Irgendeinen Schwachpunkt hat er. There's always hope. You are that hope. What? Darauf habe ich nicht gewettet. Ihr glaubt, ich kann ihn töten? Not immediately. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces. Weiß nichts von dem Artefakt. Posing as a true soul. What the fuck? Find out what it is that das habe ich dir extra nicht erzählt. So we can strip him of his advantage. Ich habe es nicht mehr gezeigt. Without his shield, the sword. Together we assault his tower and put a final end to this blight. Du hast keine Ahnung von dem Artefakt. Also hier haben sie irgendwie die Story ein bisschen gebroken. Das passt nicht ganz zusammen. Okay, sie weiß also doch von dem Artefakt, obwohl ich extra vorher 5-mal Inspiration ausgegeben habe, um sie nicht erzählen zu müssen. Aber whatever. Du kannst das Schild und Schwert verloren. Okay, Schild und Schwert sind wohl die magischen Artefakte, die ihn... Dann werde ich sorgen, ihr wollt meine Infektion ausnutzen, ich will davon geheilt werden.
Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Getherick's using to control these tadpoles, it must be at moonrise. Hmm. Until then, we keep drinking wine when we meet. Wie erreiche ich ihn? Die Türme sind von Schatten umgeben. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Siluna, and a light in the darkness. Kann sie die Mondlichterne machen? She cast the moon around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Oh, nice. Nicht mein erstes Mal. Ben ist inspiriert. Scharlatan. Verstehe nicht. Wait, what? Also, das sind zwei Scharlatane, guck mal. Deswegen haben wir direkt dann zwei Inspirationen wahrscheinlich wieder ausgeben können. Wo sehe ich das nochmal? Unter J? Inspiration, da. P. Krieger der Höhen. Ne, nicht Lizelle. Ben. Rede mit dem Wegensversteckte Zentarim frei. Nicht mein erstes Mal werde ich im Gespräch mit Jared gegen dieses Wahrheitsserum. Okay. Soll ich die gewährt haben, muss er jetzt nicht, aber. You're all right. Thank goodness. I was worried they got you too. Moment, kennen wir uns? Die Leute wurden von Mondaufgang gebracht. Und ihr, wie geht es euch? Ach doch, klar! Die Bahn haben wir schon mal getroffen. Roland of all people saved us. He said he stayed in the grove because of you. I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Ja, der Magier in Ausbildung, stimmt. Yes. He shielded me and the kids while his brother and sister rushed the cultists. Die drei, die wir zusammengehalten haben. Away, along with the others. Oh shit. Roland isn't taking it so well. Das kann ich verstehen. None of us are, to be honest. How do you do it? How do you keep going? Sag Bescheid, wenn ich es rausgefunden habe. Gefahr ist mein Leben. Ich würde sie gegen nichts eintauschen wollen. Ich jammere einfach nicht andauernd. Das ist nervtötend. Ich sag Bescheid, wenn ich es rausgefunden habe. Ein Schritt nach dem anderen einfach. You make it sound so easy. But I'll try. Die Bade ist mir auch gerade aufgefallen. Die Bommels hier sind auf der Schulter. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And God have mercy on anyone in that hell's pit. Ich werde sie schon finden. Bestimmt geht es ihr gut. Wahrscheinlich sollen sie nur befragt werden. Bestimmt voll in die Kultisten sie jetzt gerade. Wir sind keine, der jemanden noch besalzen die Wunde rein. Von daher haben wir nur die Option zwischen, ich werde sie schon finden und wahrscheinlich werden sie sollen nur befragt werden. Aber das ist eine Lüge, das ist eine knallharte Lüge. Deswegen sagen wir das Erste. If anyone can manage it, you can. Just be careful up there, all right? I can't handle anyone else dying. Kann ich jetzt nicht für garantieren, sind wir ehrlich. Oh, die Kinder mal wieder. Hallo. There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Hallo, reiß mal zusammen. Ich habe gesehen, dass die Kinder nur dank euch entkommen konnten. Ich habe gehört, dass Geschwister vom Kult erwischt wurden. Das Kind hat recht, ihr müsst aufhören zu trinken. Ah, it's you. Don't you get tired of telling people how to live their lives? Nicht, wenn sie so viel mehr könnten als if you're saufen. Here to save the day again, you're a little late this time. Wie gesagt, ihr hättet alles für sie und ihr Kinder riskiert. I tried. Maybe she'll write a ballad about me. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous heroic crap at the Grove,
None of this would have happened. Wir können doch nichts dafür, dass... What? Hört auf zu jammern und tut was. Oh, I will. You go save the world. Or your own ass. Or whatever it is you do. I'll fix this. Ja, nicht wenn du säufst, du Vollpfosten. I don't need your help and I don't need your pity. Wo sind eure Geschwister? I know. Or in the cult's tower with the others who were taken. So, sind sie besser dran als in den Händen des Kults? Wenn sie noch leben, werde ich sie retten. They're my responsibility. Ist jetzt noch sauer, weil wir dir helfen wollen. You go save the world. Okay. Der ist einfach nur verbittert. Red mal mit den Kleinen. Servus. I tried telling Mr. Roland that he'd had enough too. He didn't like it then either. So, Idee. If this is about Roland, go away. Tut mir leid, dass er gemein war. Beachte Roland gar nicht. Er ist eben ein Stinkstief. Kein Grund, unfreundlich zu sein. Ich wollte eigentlich nur einen trinken. Tut mir leid, dass er gemein war. He acts like he wished we weren't here. Like he wished he hadn't saved us. Aber er hat euch gerettet, das was zählt. Ja, er hat euch gerettet. Now we're just trying to save him from drinking himself stupid. Ich verstehe, du wolltest dich um ihn kümmern. Betrunkene Magier sind gefährlich, zu viel unkritische Macht. Misch dich nicht ein, bleib mir aus dem Weg. Ich verstehe, du wolltest dich nur um ihn kümmern. He did save us after all. Anyway, ist eigentlich ziemlich süß. Wieso sein Pech? Er wird nicht nur sein Essen verlieren, sondern auch den Verstand, wenn er so weiter trinkt. Wieso sein Pech? I found this book. Old, dusty, full of strange lettering. Pretty sure it's magic. I was gonna give it to Roland so he could learn new spells, you know? Beats drinking till he forgets the ones he knows. Hm. It's for Roland. Wenn du es mir gibst, sorge ich dafür, dass er es kriegt. Soll es ihm wirklich geben, nachdem er sich so benommen hat? Wenn du es mir gibst, sorge ich dafür, dass er es kriegt. Ohne göttliche Führung. Schaffen wir schon. Ganz entspannt. Plus 10 auf Täuschen ist einfach ein bisschen krass. Fine. He'll probably hate it anyway. Here. Dankeschön. Anyway, I'm sick of talking. You can go now. What the fuck? Bye. Der Weg des Wanderers. Neueste. Lesen. Wie soll ich nur ausdrücken, von dem ich tief in meinem Inneren weiß, dass es wahr ist? Ich wünschte, ich könnte euch, die ihr diese Worte lest, in meinen Kopf und mein Herz einzuladen und meine Gefühle zu teilen. Vielleicht könnte ich dann aussprechen, wofür mir die passenden Worte fehlen. Dass Zuhause nicht Zuhause ist, außer man ist fern von Zuhause. Dass Liebe keine Liebe ist, solange sie einen nicht überwältigt. Dass der Himmel unermesslich groß ist, solange man ihn nur sieht. Vielleicht, versteht ihr? Ich glaube nicht, aber vielleicht erschafft das rastlose Trippeln dieser Worte einen Rhythmus, der an die Freude von Füßen auf der Straße erinnert, denen die ganze Welt offen steht. Aha. Wir geben ihm das mal, ne? I don't need your help and I don't need your pity. Okay, wir können es ihm nicht mehr geben. Ja gut, dann ist das wohl so. Strudel des Wirts, da müssen wir jetzt nicht reingehen. Hafner Bohr. Good to see you're still breathing. Das ist irgendwie... It's the best we can hope for. Eine begrenzte Rüstung, sage ich mal so. Ausrüstung natürlich. Okay, hier ist einfach die Aussichtsplattform, wo auch immer man da Aussicht drauf hat, außer dahin. Okay, spannend. What? Lose Planke. Die Krise Notiz, Schneesturmring. Wenn der Träger Kälteschaden bewirkt, verursacht er zusätzlich einen Kreis aus Eis in einem Durchmesser 4,5 im Zielbereich. Okay. Die Schrift... Mein Tagebuch ist alt, aber die Seiten sehen noch frisch aus. Wie lange muss ich hier noch ausharren? Ich wollte schon vor einem 10 Tagen in Baldurs Tor sein. Dieser verfluchte Zöllner weigert sich standhaft, meine Papiere anzunehmen. Wenn Vater es erfährt, wird er außer sich sein.
Dieses Dorf ist irgendwie seltsam. Die Leute hier machen den Eindruck, als hätten sie etwas zu verbergen. Die Schreine der Mondmaid scheinen ungepflegt und verwahrlost. Ich hätte gehofft, mehr über Catherick Thorne, den Vorsteher des Dorfes, zu erfahren. Aber sein Name scheint die Leute hier aufzuregen. Ich weiß nicht, ob ich es noch länger als eine Stunde an diesem abscheulichen Ort aushalte. Was habe ich als Ringe drin? 1d4 auf Schadenswürfe. Rettungswürfe gegen bezauberte Vorteile. Da würde ich, glaube ich, lieber das von gerade eben nehmen, weil ich habe ja, kann ja Kälteschaden machen. Einfach ein extra Kälteschadenbereich, da sehe ich mich schon. Silberner Tonständer, Smaragdring. Huh? Er hat eine Fährte. Ab, Kratzer hinterher. Boah, den Kratzer jetzt eine Fährte aufgenommen. Yo, what? Die ist ja ewig weit. Ha? Huh? Er guckt genau hier hin. Hier irgendwo? Hä? Kratze, du machst mich fertig. Stand hier oben und hat hier runter geguckt, ne? Schön, eine Fährte. Ja, du schlägst hier an, aber... Worauf? Auf die Holzkiste? Wohl eher nicht. Über mir wahrscheinlich, oder? Hier oben? Würde ich mal vermuten. So wie das klingt. Sonst finde ich hier unten jetzt gerade nichts. Spannend. Ich selber ausgesprintet dafür. Oh, Miauz! Seine Majestät. Nice. Das wird ja lustig. Hiss! I say hiss! Was hat denn das Schnurrhaar zerrauft? This is my territory and you're in it. Meine Absichten sind lauter. Ich will dich nur aus der Nähe bewundern. Was sind lauter? Ich will dich nur aus der Nähe bewundern. I'll allow it. Du kennst dich doch aus mit der Welt. Hast du hier irgendwas Interessantes mitgekriegt? Good of you to notice. For my part. I have noticed the cleric is a liar. Oh! She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. Oh, ich dachte gerade. Oh, wie awesome. Du bist ein Unlichtbursche, wie bist du hierher gekommen? I slinked, of course. Aber okay, wir wohnen die Katze schon. Now go. Quickly. Yes. Okay. Ah, nice, ey. So, Eichentür? Hallo? Das ist das Quartier der Fäuste, oh? Juhu! Last Light's best bargains, right here! You're heading into the towers, are you? Good. I pray it's not too late for Duke Ravengard. Okay, ihr seid auch auf der Suche nach dem Ravengard. Du siehst special aus. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Was, und von wem redet ihr? We believe the cultists have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. I don't suppose you found a way in. War nicht mal da. Lass mir einen Typen auf der Pritsche. Isabel cleared this place and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive. Okay. Hopefully he'll come round. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. Eine Ballade wahrscheinlich von irgendwann.
können wir über Isabel sagen? She's got a room upstairs if you want to meet her. Just don't interrupt her while she's doing whatever it is that keeps this place shadow free. Das haben wir schon verstanden. Okay. Bei dem Mann habe ich keine Ahnung, ich will mit ihm reden. Wouldn't we all? I'm not even sure he's fully conscious, but feel free to say hello. Maybe wir dürfen. A new face will inspire him. Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. Okay. The council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. Wie kommt denn eine Taube hier hin? I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash. A counselor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Fürst Gortash? Ich dachte, er wäre nur ein Ratsherr. Wenn Herzog Ravengard noch im Mondaufgang ist. Ich frag mal. Ja. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. Er hat ihn erhalten, okay. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Kethric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jahira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. Okay. We'll meet again, God's willing. Diese Beschreibung von den Apparaturen, die kämpfen, klingt sehr nach den Dingern, die wir im Turm gefunden haben im Underdark, die wir da besiegt haben. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. I never really told you the story of me and Gortash, did I? Let me set the stage. The year, Tenir. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Gortash. I respected him so much at the time. Turns out the feeling wasn't mutual. Hey. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. Die war damals anscheinend schon eine gute Kämpferin. She put this thing in my chest and set me to work. I never found out what Gortash got in exchange. Wahrscheinlich den Titel. This is the kind of man who gets a title. Authority. Oder das Wissen, wie man diese Stahlwacht baut. Möchte man, ja, solche Männer dürfen keine Macht besitzen, was diese Stahlwacht auch ist. Sie muss beeindruckend sein. Wir ziehen ihn dafür zur Rechenschaft. Im Prinzip ist sie eine Hybridversion von der Stahlwacht. Ich meine, sie hat ja auch anstatt ihrem Herzen so eine Maschine drin. Eine infernalische Maschine. Wahrscheinlich ist die Stahlwacht auf den infernalischen Maschinen aufgebaut. Wir ziehen ihn dafür zur Rechenschaft, was er auch getan hat, sobald er in die Stadt erreicht. Die Stahlwacht muss beeindruckend sein. It probably is. Man has a talent for nuts and bolts. Weapons, too. Hopefully, whatever he's made really can defend the city. I'm sure there's a catch, but I guess we'll find out when we get to the city. Home. Gods, I can't wait! Even Gortash can't spoil that. Ich mag sie. Ich mag sie, Moment. Du bist Astarion. Faust Cyril. Wieso darf ich hier eigentlich von euch alles mögliche looten? Das ergibt wenig Sinn. Sind wir ehrlich. Untersuchen. Was geht bei dir an? Extrakel, Gelegenheitsangriff. Katatonisch. Ist wie weggetreten und scheint auf nichts zu reagieren, was um ihn herum geschieht.
Kann man den magisch heilen? Genau mit dem. Heard you're meant to be heading toward the towers. Arbeit ist Arbeit. Er arbeitet auch an einem Weg da rein, wie ich hörte. Not sure I'd call it that myself. This fellow's in no condition to help anyone. That makes you our best bet. Hope it's a good one. Okay. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Nathaniel and me climb, climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just one. Aber er hat den Schatten widerstanden. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it or where he Gute came. Kamera, by the way. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell. Yet it has not broken. Okay. Ich habe den Namen Tanya von einem Freund gehört. Heils ihn. Das Lied, habt ihr schon mal gehört? No, not till I met R anyway. Seems to be all he remembers. Habt ihr mal sehen, was ich herausfinde? Ist ein hoffnungsloser Fall. Ich würde ihm. Habt ihr schon mal nach persönlichen Gegenständen geschaut? This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. Mal sehen, was ich herausfinde. Abgegriffener Brief. Looks official. Okay, er hat was Offizielles in dem. Nach Neues zu sortieren. Abgegriffener Brief. Lesen. Beauftragter Art Kühler, Krang Flamme. Ziel: Beschaffen von Informationen zu aktuellen Aktivitäten in den Türmen des Mondausgangs und Umgebung. Geleitet von Catherick Thorm aus den alteingesessenen Thorm-Familie der Region. Mit Catherine Thorm war. Bei einer Flamme dabei? Unterbringung im Gasthaus zum letzten Licht und Beginn der Nachforschung im Zollhaus. Unbestätigte Berichte deuten auf Korruption hin. Beachten, die Familie Thorn verehrt traditionelle Lunen, doch Gerüchten zufolge gewinnt eine Enklave der Schariten an Macht. Untersucht und uns berichtend. Gezeichnet Großherzog Eltan. Please, if you have any idea how to get through to him. Arcana kann nur ein magisches Leiden sein, seinen Verstand ergründen. Magisches Leiden? Mal sehen. Da brauche ich gut Würfel. Oh, habe ich gut gewürfelt. Nice. Ist es ein magisches Leiden? He spent a long time in the Shadowfell, a Sharan realm without color or light. It's had a terrible effect on him. His mind lingers in the Shadowfell, but perhaps it can be returned. We need to remind him who he is. Some personal effects, maybe. Nachforschen, ihn genauer betrachten. Vielleicht hast du das übersehen. Yes, come on. Give it to me. Nice. Sehr, sehr gut. Wir müssen erst alles versuchen rauszufinden, bevor wir versuchen, ihn aufzuwecken. His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor, or playing a stringed instrument. Der könnte ein bisschen Bade gewesen sein. Ein Saiteninstrument. Rucksack? Nee. Oh, heiliges Wasser. Don't mind if I do. Nee. Ja, ich. Silbertablett. Okay, wir müssen irgendwo wahrscheinlich seine. Ich brauche keinen Schlafsack. Ja, ja. Ist ja gut. Spann dich mal. Kratzer. Hat irgendjemand von euch
ein Instrument gefunden bei ihm. You can help him, can't you? He deserves a... Kann ich mit dir noch irgendwas da erreichen? Du bist doch ein Schariten. Flame color. That's your name, isn't it? We found him. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been... Kleriker der Schar. Seht das Licht der Lampe, die Farben meines Gesichts. Ihr seid nicht mehr im Schattenfell. Did you hear that, sir? You're safe. Genau betraf ich das, was wir besehen. Habt ihr noch persönliche Gegenstände geschaut? Aber die kriegt wahrscheinlich das Gleiche, auch wenn wir es schaffen. Würde ich vermuten. Den gleichen Hinweis, dass irgendein Saiteninstrument gespielt haben könnte. His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor, or playing a stringed instrument, perhaps. Haben wir irgendwo einen... We found the letter in his pocket. Okay, sie muss ihn jetzt ansprechen. Okay, hatten wir nicht noch irgendwo... Im Lager hatten wir noch ein Saiteninstrument, ne? Ich habe ja nämlich sonst nur eine Trommel. Das heißt, kurz zum Lager. Wir hatten eine Laute. Wir versuchen einfach mal damit, ihn aufzuwecken. Boop, boop. Ich bin nur halt unfassbar ungeschickt im Laute spielen. Tieroption, Typ. Da. Lager verlassen. Hat irgendjemand von uns auftreten? Das wäre jetzt ganz gut. Geschichte, Weisheit, Charisma, Auftreten. Wait, ich habe Auftreten plus 10? Okay. Bin halt nur ungeübt damit. Deswegen kann ich es, glaube ich, nicht gut. Er ist aber auch ungeübt im Auftreten mit Musikinstrumenten. Ja, ausrüsten. Versuchen wir es doch mal. Wo ist es da? Auftreten. Bardentanz aufführen, Höhe See von Göttlichkeit und Sünde, Sing für mich, die Macht aufführen, Schlachten von Einst aufführen. Sing für mich, klingt doch gut. Habe ich denn nie meine verdammte Ruhe? Ja, geübt in Musikinstrumenten wäre da, glaube ich, wichtig. Ich glaube, der Barde könnte es ja schon erzeugen, dass er aufwacht. Wir sind einfach ungeübt. Also wir haben zwar Auftreten, gut, aber nicht mit Musikinstrumenten. Gut. Das ist es nicht, was wir gehen. Ich würde ihm gerne eigentlich meine... Monsters snuffling and stalking. Das Lied habt ihr schon mal gehört. No, not till I met R anyway. Und er hat wahrscheinlich auch keine Ahnung, was das ist. Flame color. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. Wir haben den Namen Tan schon mal von einem Freund gehört, Halsen. Could you bring him here? You'd be glad of the help, wouldn't you, sir? Okay, dann bringen wir Halsin mal dahin, würde ich sagen. Let's move. Heißt, wir müssen noch mal ins Lager. Wo ist Halsin im Lager? Ist nicht direkt neben mir. Drüben irgendwo vielleicht? So da? Lauf, 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 lauf! Mann, ist hier viel schweres Gelände. Da ist Halsin. Ich tapp sie überall irgendwie lang. Oakfather's blessings to you. Im letzten Licht hat seine flammende Faust, der Fluch hat ihn Bewusstsein geraubt, aber murmelt etwas von einem gewissen Taniel.
He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. I will go to see him at once. Join me when you can. Ich komme direkt mit. Lager verlassen. Hallo. Bin schon da. Daniel and me It's true then. He's met Daniel. There's no other way he'd know that name. This is just what we needed. Well done. Okay. We need to wake him. He must know something about where to find Daniel. Habt ihr Ideen? If he was able to escape the Shadowfell, then it mustn't have managed to consume his spirit. Well, not all of it anyway. We need to unlock whatever's left of him, inside his head. There must be something to trigger him. A word, a memory, an item. We just need to find it. Okay. Ich muss einen Weg in den Fluch zu brechen. No. And I don't know how I can find him without speaking to this man. Okay, mal sehen, was ich tun kann. I don't deserve you, my friend. Gut, wir brauchen also wahrscheinlich sein Instrument. Fuck. Es ist wahrscheinlich nicht hier um die Ecke. Vermute ich mal. Aber sie haben noch gesagt, dass er jahrhundertelang hier drin war. Trank der Geschwindigkeit. Jute sagt, Zeugnis eines Hafners. Was ist denn das Zeugnis eines Hafners? Zeugnis eines Hafners, das letzte Gefecht von Catherick Thorne, Auserwählter von Char. Der nachfolgende Text beschreibt einen Kampf zwischen den loyalen Truppen von Catherick Thorne und magischen Hafner-Truppen. Ich weiß nicht, welche dunkle Magie die dunklen Setzjahre an unseren Ebenen beschworen haben, aber wenn sie von dem Gewebe stammte, soll sie für immer verflucht sein. 3 Tage lang haben wir die Türme belagert, 3 Tage lang dezimiert ihre Dunkelgeschosse unsere Reihen. Und am 3. Tag, als seine Männer und seine Frau endlich fielen, begab sich Catherick in den Kampf. Schriftrolle Dunkelheit. Das ist schon einiges wert. Fluss von Chontal, das brauchen wir glaube ich jetzt nicht. Ja. Getrocknete Würstchen, gegrillte Rotrehrippchen. Moment, du bist doch eine Bardin. Kannst du uns nicht helfen? Watch yourself out there. Please. Okay, schade. Ich kann mich um Hilfe bitten. Das ist natürlich nicht das, was ich gerne gehört habe. Ich dachte, sie könnte uns einfach ein bisschen zur Hand gehen. Ah. So, die andere Klerikerin hieß doch irgendwie, dass die hier oben ein Zimmer hat. Da wollen wir übrigens hin. Ich vermute mal, das ist ihr Zimmer. Ja, das sieht sehr nach. Was? Rufe die Klärerin Isobel zur Hilfe. Können wir auch darauf verzichten, tatsächlich, wenn wir wollen würden. Oh. Selonitenamulett. Hier, Schattenherz. Ist was für dich? Gibt hier spannende Gewänder. Moment. Wenn ich das nehme. Halt, das war der falsche Knopf. Kann ich das dann? Jo, dann sehe ich hübscher aus, oder? Hihi. Enges Gewand in Petrol, ausgerüstet von Ben. Rustikales, dunkles Gewand. Könnten wir uns anders anziehen, wenn wir wollen. Schriftrolle Steinhaut, das hört sich auch gut an. Noch ein bisschen Feuer machen. Man weiß ja nie, wann es kalt wird, ne? Abgerissene Vagabundenkleidung, schäbiger Kleiderschrank. Gut, Kleiderschrank ist dann wahrscheinlich wurscht. Selonitenrobe. Schattenherz. Ich glaube, das war mal ein Selonitenrobe.
Stelle hier. Oh, hallo. Jo. Die Spiegel, damit du Mondlicht auf dich reflektierst und das stärker machen kannst. Milchschüssel. Oh, da ist Milch. Oh. Wir sollten sie nicht unterbrechen, hieß es, ne? Die sieht fancy aus. Und verdammt hübsch. Bin ich ehrlich. Moment, wir sind doch im Untergrund. Warum gibt's hier einen Mond? Ich fühle mich gerade in Dark Souls 3 zurückversetzt. Die hat auch einen fancy Speer. Aber ihr geht's nicht so gut. Sind wir mal ehrlich. Scheint sie ziemlich anzustrengen, die ganze Scheiße. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Okay, in dem Licht sah sie ein bisschen hübsch aus. Euch rette mich durch das vor, ganz meinerseits. Ich habe gehört, ihr seid die Beschützerin des Gastsaals, die Bannerin der Schatten. Ich mag den Parasiten an der Wahnsinn sehen, habe euch aber nicht den Geist. Ich weiß auch nicht, aber sonst nichts. Helft ihr mir auf die Sprünge. Ganz meinerseits. Ich habe gehört, ihr seid die Beschützerin des Gasthaus, Bannerin der Schatten. Myself and our lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense. Free from the Absolute's influence. Yet, able to walk among cultists. Oh, Moment. It's almost too good to be true. Hallo, ich hab die Tür noch offen. Indeed, not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahira sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. Ja. Okay, wir haben wohl jetzt einen Protection Spell. Lumi ist gerade heimgekommen. Sehr viel früher als erwartet. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. Okay. But there are places it won't help. Places where the curse is darker. Stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selunite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Soll ich sonst noch etwas wissen, ehe ich aufbreche? Ketherick is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy, ja, schon, irgendwie. I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Oh. Natürlich muss noch irgendwas schief gehen. Catherick Thorn, lass mich raten. Nee. Flammende Faust Markus. Hello, Isabel. Du siehst aber nicht mehr ordentlich aus. Is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. Oh no. Ich sage, wir folgen dem geflügelten Monster. Was seid ihr? True soul. My instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. Weitere Informationen graben. Was will er denn mit ihr? Hallo Lumi. Klingt lustig, bin dabei. Ich bin nicht sicher. Nicht wie ihr. Ich lasse mich von Schergen der Absoluten nichts befehlen. Ich bin nicht wie ihr. Ich lasse mich von Schergen. We are all alike in her service. Do as I say. The rewards will be great. What's going on? If you have something to say, say it. Markus will ich entführen, diesmal müssen wir uns den Weg freikämpfen, schweigen, ihr werdet... Markus will ich entführen. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Markus. Ja, also... Will never give you whatever it is you've been promised. Eigentlich sollte doch die Faust das... He already has. Dass er fliegen kann. Time to go, Isabel. Oh!
macht er jetzt den Schild kaputt von innen. Ugh. Das neu. Und das ist ganz schön eklig. Ach nö, nicht die Kinder. Oh shit. Die Schattenmagie. Der hat einen ganz schön großen Knüppel. Akolyt inspiriert. Kann ich das? Der Gegner ist überrascht. Andere Gegner? Doch, da habe ich noch einen Gegner. Wenn du hier rüber gehst, kannst du, glaube ich, mehrere treffen. Hä? So wurden Dinge gewürfelt. Dann kannst du nämlich, glaube ich, das hier benutzen. Geht das mit einem hinterhaltigen Angriff? Nee, es geht nur mit einem von beiden, ne? Hä? Jetzt habe ich den... Jetzt bin ich irritiert. Jetzt bin ich hart irritiert. Jetzt bin ich sehr hart irritiert. Dammit, genau, da sehe ich weiter noch. Peaks, Peaks. Moment, der hat einen... Oh shit. Der heilt sich mit irgendeiner vampirischen Magie. Das ist unangenehm. Sind wir mal ehrlich. You'll make excellent fertilizer. What? Wolf brüllen. Die ist wieder neutral, da kann ich wieder keine AOEs benutzen, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Let's go! Der hat ein bisschen viel Leben, ey. Wahrscheinlich, weil er geshapeshiftet ist oder sowas. Lenkendes Geschoss. Nice. Unten hier. Ha! Hingefallen. Ich weiß nicht, ob ich denen da unten helfen kann. Ich tippe auf eher nicht. Achso, Halsin ist da. Halsin macht mit. Ja gut. Das ist natürlich ganz geil, wenn Halsin da ist. Dann haben wir noch einen Kämpfer mehr auf unserer Seite. Der aber auch als neutral gilt. Hat er irgendwelche Resistenzen? Nein. Dann... Großschwertig ist. Und du könntest das Ding übernehmen, oder? Also, habt ihr irgendwelche Resistenzen? Giftresistenz. Ja, das ist mir ja wurscht. Dann machen wir mal eine Runde Wunde verursachen hier. Bam. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem. Von ihm kriege ich einen Absatzangriff, wenn ich mich bewege. Außer das Ding zieht es auf sich. Das ist doch eine Option gewesen. Dann kann der nämlich weggehen, ohne dass er geslappt wird. Wir wollen, glaube ich, ihn aber zuerst platt machen, ne? Jetzt, wo wir ihn schon ziemlich low haben. 5 bis 30 Schaden. Und Furcht. 49. Mit 50. Jetzt bin ich so gut in dem Treffen, bin ich auch wieder ehrlich, ne? Hunger von Hadar kann ich, glaube ich, nicht passend platzieren. Ich würde gerne rauszoomen, danke. Ja, der trifft nämlich nicht um die Ecke.
zerbersten, dennoch halben Schaden. Anorganisch sind im Nachteil. Kältestrahl, I guess. 55. Ich will aber nicht wegschieben, tatsächlich. Muss ich wieder ausmachen. Ne, ist sowieso aus. Perfekt. Dann machen wir es einfach damit. Ja, geil. Vielleicht will ich doch erst die Ärzte töten. Weil die slappen sonst unsere Verbündeten ganz schön ins Krankenhaus. Würde ich mal sagen. Das ist Feuer. ...80%, komm schon. Wir versuchen, den rauszunehmen und noch einen anderen mitzutreffen. Oh, da ist ein bisschen mehr im Flammenaufgang, als ich dachte. Das war nicht der Plan. Darf kein Untoter sein. Ach, dammit. General Tetherick wants her alive, at any cost. Ja, der vampirische Schrei heilt ihn dann ein bisschen. Hört auf, sie ins Krankenhaus zu slappen. Das ist schlecht. Wieso darf ich ihn nicht aufhalten? Okay, das verstehe ich nicht. Das wusste ich nicht, dass er sobald sie K.O. geht, ich das nicht mehr... Nee, das lade ich neu. Das ist mir egal. Als ob der einfach in uns drinstehen und die Tante wegtragen darf. Am Arsch. Da würde ich mich natürlich noch versuchen aufzuhalten. What the fuck? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, wann ich das letzte gespeichert habe. Das ist ewig her, oder? Ja, genau. Wobei, nee, direkt bevor wir die reden. I need a quick word. I didn't. The true soul who's going to ganz meinerseits hatten wir gesagt. But the cult. Good news. Like a nasty. Soll ich noch was wissen, ehe ich aufbreche? Dann ging es rund. Ja, das überspringen ist irgendwie nicht. Marcus. I've been blessed. You can. Was seid ihr? My instructions are clear. Take the girl to Ketherick. Nein, ich bin dagegen. Marcus will euch entführen. Kalach ist einverstanden. Tanja ist einverstanden. Astarion. So. Damit wir das nicht nochmal alles angucken müssen. Gebet der Mondweberin. Schattenherz ist inspiriert. Okay, du läufst jetzt durch alle durch. Das ist auch spannend. Um dann das zu machen. Moment, wer bist du? Okay. Ja. Öl der Präzision ist eine Bonusaktion, wa? Könnten hier mal noch... Drowgift? Nee, das wollte ich nicht. Egal. Können wir hier zurücklaufen? Danke. Fehlgeschlagen. Schade. Die Viecher kommen alle hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Stufe 3 AOE machen darf. Mit meiner Klerikerin. Das ist mit mein stärkstes.
Sie treibt auf jeden Fall gerade die Untoten. Das hilft natürlich auch. Die können nämlich nichts machen. Eissturm. Hat das nicht gerade ihre Assistent, also ihre die damit getroffen? Ja, die spurten halt dahin. Wir werden auf jeden Fall mal unsere Waffe rufen. Und dann wahrscheinlich trotzdem noch die Schutzgeister. Einfach nur, weil wir können. Damit er jede Runde Damage kriegt. Kampfrausch, Beute des Wolfsherzens. So. Let's go. Rücksichtsloser Angriff. Der hat gerade irgendwie 30 Damage ins Gesicht gekriegt. Das ist sehr, sehr nice. Halsin ist da unten. Der macht genau gar nichts. Bis der hier oben ist. Dauert ewig. Frage, ob so lange der Kampf geht. So, langsam. Zerbersten. Ich könnte eine Dolchwolke versuchen. Notisches Muster. Will ich auch meine eigenen Leute treffen? Das ist so ein bisschen das Problem. Kann ich das so platzieren? Wait. Ich kann es nicht unter der Tür platzieren, oder was? So kann ich es platzieren. Dass hier niemand mehr reinkommt, so einfach. Rettungswurf gelungen bei allen. Ja, geil. Das nicht, was ich sehen wollte. Betäubender Hieb. Kritischer Treffer 17. Das ist nice. Überrascht. Killschlag. Und wir haben einen Wächterstil. Das heißt, wir dürfen ihn hauen. Er ist jetzt auf Half-Life ungefähr. Kritischer Fehlschlag. Er ist nochmal durchgelaufen durch unseren AOE, ne? Scheiße, Konzentration verloren. Aber er hat zwei oder dreimal Damage davon gekriegt. Was ja schon mal ziemlich geil ist. 60%, dass wir ihn zum Lachen bringen. 100%, dass wir halt 6 bis 15 Schaden machen. Das ist nicht so viel, ne? Sie darf halt nicht sterben. Sie darf halt nicht sterben. Gehe ich jetzt für das Risky Play oder nicht? Pfeil der Säure. Oh, fuck. Ich kann den, glaube ich, wegschieben mit Donnerburger. Das ist, glaube ich. Oh, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Aber ich kann ihn trotzdem damagen. Nochmal, ich habe glaube ich mein eigenes Viech gedamaged, deswegen. Ungünstig. Nicht genug Bewegungsreichweite. Ja. Raffinierte Aktion Spurt. Dürfen wir jetzt wieder raffiniert spurten. Wobei, du kannst eigentlich ganz gut stehen bleiben, tatsächlich, und dort mithelfen. Hab ich jetzt meinen Ben eigentlich auch mit rüber geschoben? Ich glaube, ich habe meinen eigenen mit rüber geschoben, ne? Schade.
noch immer ein Kampffrosch? Na dann hau mal zu, Junge. Das ist nicht so viel. Das ist auch nicht so gut. Heilendes Wort. Da wäre eine richtige Heilung besser gewesen. Da unten sind noch ein paar Fäuste. Zeichen des Jägers. Das ist eh das Vieh, das auf dem Boden liegt. Ziegestalt Panther. Kannst du da hochspringen? Ja, dann kannst du darüber hüpfen. 12 tut halt ordentlich weh. 12 tut halt ordentlich weh. Wir wollen den ja eigentlich töten, ne? Wir machen das. Ist wieder eine Aktion. Wir machen das, glaube ich, an. Schutzgeister. Und dann laufen wir mal hier so durch. Noch ein Stück. Noch ein Stück kann ich nicht, ne? Der hat 3 HP, ey. Der hat 3 HP. In der 2? Da liegt doch noch einer. So, wir wollen hier hingehen. Und jetzt können wir doch spalten. Wen treffen wir denn da alles? Treffen sie aber nicht, oder? Irgendwie treffen wir aber auch den auf dem Boden nicht, also. Von daher. Ist der tot auf dem Boden? Der ist nicht tot auf dem Boden da, oder? Fallen von Drowgift. Segen des Elun, Kampffrosch, Wolfherz. Ja, ist doch ein guter Zug gewesen. Hat 2 gekillt, die da direkt rumstehen, und der ist noch verängstigt. Und du bist gelähmt, das ist nicht so gut. Achso, sie war befallen von Drowgift. Würdest durchatmen können, übrigens. Ja, ich hatte Nebel schritten müssen, wa? Weil ich nichts habe, um mich sonst zu wehren dagegen. Nebelschritt ist. Hau ihn! Wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Astarin könnte ihn theoretisch jetzt beenden. Oder wenn du auf ihn schießen kannst. Nee, ich schieße natürlich auf den anderen. Der hat Nummer 12. Und er ist dead, weil er reinläuft. Vollidiot. Sehr gut. Das ist dann halt so gelaufen, aber es ist, wie es ist. So, du bist immer noch vertrieben. Muss ein Vorteil sein. Ungültiges Ziel muss ein Vorteil sein. Er ist ja jetzt blöd. Dann halt ein durchbohrender Schlag gegen dich. Nee, nicht Schlag. Durchbohrender Schuss. Schenkelschuss. Das bin ich. Never mind. I guess. Stirbt auch direkt, weil das noch drin ist, der durch die Durchwolke. Bis jetzt ist, glaube ich, noch niemand gestorben, oder? Aber du da unten könntest, wobei du hast auch noch über die Hälfte der HP. Gelähmt. Warum ist sie. Achso, wegen dem Glaubiff, ne? Ist sie die ganze Zeit gelähmt. Das hat Boom gemacht, aber alles auf 0 Damage. Basis. Leute, was? Okay, ich mache keinen Damage. Halt uns mal fest. Ich könnte jetzt Feuer machen, aber ich glaube, Heilige Flamme, Cantrip wäre. Ist er ja auch stark geworden? Das ist auch 2 bis 20 jetzt. Heilige Flamme! Oh
Angriff! Jawoll! Zersäg es! Nice. Ich mag Karlach. Knees high. Ich mag Karlach. Nee, ist nicht Stream Tildorn. Bin gleich fertig, Lumi. Bin gleich fertig. Ich wollte eigentlich heute noch aufräumen und alles machen, aber jetzt bist du halt schon da. Das ist halt nicht, was ich wollte. One day I'll catch a break. So. Hau ihn weg. Boom. Nice. Mag auch mein Hexenmeister. Ja, du bist wieder jetzt useless, ne, weil du nicht spotten kannst. Aber es sieht doch ganz gut aus. So. Ich glaube, das ist der letzte, ist da unten, ne? Ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin. Kannst du da runterhüpfen? Ah, ein TP. Easy. Wir versuchen nochmal zu helfen. Guck mal, ich glaube, bis dahin ist das Ding tot. Genau. Beende die Entführung. Uff. Let's just go already. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. Das ist natürlich blöd. It was no random attack. You were the target. Die Kamera. They know how important you are, but they don't know about you. Kedrick will strike again. We need you to strike. Warum denn? First. Discover the source of his invulnerability. Warum denn Schattenherz? Make him mortal so we can make him bleed. Juhu! Good luck. Blutvergießen. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Das hat man vermutet. Vako, machen wir den lebendig? Das nicht zu, dann suchen wir eine bessere Möglichkeit, einen zweiten Angriff zu verhindern. Besser nach einer Möglichkeit, einen zweiten Angriff zu verhindern. Ja. I have. You. You're the key to all of this. Wenn ich das Castle Kauf sah, werde ich wieder sicher sein. Wenn ich das noch einmal höre. You'll have time for irrelevance when you're dead. For now, we need you. No mercy. For Kethric will have none on you. Jeder verdient Gnade. Kannst du eigentlich deine Schutzgeister beenden? Und vor allen Dingen könntest du dann. Brauchen vielleicht nochmal eine. Moment, warum. Warum ist es als Diebstahl gekennzeichnet? Plattenpanzerrüstung, mittlere Rüstungsklasse 15. Schräg. Okay, ihr habt scheint nichts Lootbares dabei in den meisten Fällen. Ich bin wieder überladen, ne? Das habe ich ja fast vermutet. Neueste. Ans Lager senden. Das ist was für Schattenherz. Selten Unsichtbarkeit verschwimmen, Illusionszauber. Das ist was für Astarion. Jacke des Wohlwollens. Ja, sowas können wir, glaube ich, auch. Hier, Karlach, trag du das mal. Sowas kann auch alles Karlach tragen, was wir einfach nur verkaufen wollen. Das war absichtliches Lager. Und das können wir auch ans Lager schicken. Wie ist denn das beim Gewicht jetzt? Wir sollten, glaube ich, nicht über 20 Kilo Essen mit dabei haben. Würde ich mal sagen. Es ist irgendwie ein bisschen viel. Das
Sortieren nach Gewicht. 26 Karotten. Ja, wir haben hier ein bisschen was dabei, würde ich sagen. 20 Kilo. Das sieht schon besser aus. Jetzt sind wir zumindest mit dem Gewicht erstmal wieder im Reinen. Aber ich glaube, keiner von euch hat irgendwas von den Gegnern jetzt noch was Spannendes dabei, von den Viechtern. Die sind zwar jetzt das ungelootet, okay, die können wir vielleicht wegräumen, wa? So, Astarion ist wieder da. Joa. Wollen wir mit dir reden? On with you. Unless you want to come back to a gaggle of shadow-cursed harpers. Es könnte unterhaltsam sein. Don't jest. We're all closer to oblivion than you might think. Ich mag auch einen Speer, krieg ich den? There'll be no one left to stop Catherick. Okay, ich gehe ja schon. Okay, Isabels Zimmer. Wo ist denn die Katze? Was geht denn bei euch ab? Moment, du wurdest doch entführt, dachte ich gerade. Ach ne, ist die andere, ne? Die entführt wurde mit der Augenklappe. Ihr bleibt schön hier, ja? You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. You know what Mol would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. Das ist mal ein schlauer Punkt. Mol's einfallsreich, sie kommt schon zurück. Ich hol Mol da raus. It's our job to bring Mol back. Wieso? He's a proper adventurer. And if we got hurt, Mol would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mol is family. Jetzt haben wir irgendwie schon ein Dutzend Leute, die wir da rausholen müssen aus Mondbums. Das wird ja spannend. Moment, haben wir die das vielleicht verkauft? Warte mal hier. Mol can be cranky and mean, but she looks after us. So, stock up, all right? Because you need all the help you can get to bring her home. Darf ich mit dir handeln? Haben wir dir das? Nee, haben wir nicht. Zumindest sieht es nicht so aus. Akrobatik, Rüstungsklasse plus... What? Rüstungsklasse plus 1? Tänzelnde Schuhe. Preparing to march, I wager. Das hört sich ziemlich nice an. Im Vergleich zu den Blitzladungen, die wir eh nicht benutzen. Und der Fersenstamm-Klick-Aktion. Hört sich Rüstungsklasse plus 1 ziemlich awesome an. Bin ich ja ehrlich. Trank der Unsichtbarkeit. Überlegen Sie, induzierte Arkan-Kultivierung. Also zusätzlichen Zauberplatz des dritten Grades. Setzt bei Konsum die Effekte andere. Xan, bist du noch da? Du hast keine Ahnung von Hexenmeister, ne? Das nützt ja also nichts. Umhang des listigen Nebels. Ist ja, wenn sich der Träger zurückzieht, erschafft er zusätzlich eine Nebelwolke mit einem Radius von 2 Metern, die mindestens einen Zug lang bestehen bleibt. Auch awesome. Hätte ich auch ganz gerne. Elixier des Helden muss gesegnet. Elixier der Arkan-Kultivierung. Angel der Wachsamkeit. Kann nicht überrascht werden, sofern nichts Unerwartetes passiert. Was? Ein Angel? Löffel der Salzigkeit? Achso. Ich vergaß, in welchem Shop ich mich hier befinde. Ich hab da kurz was vergessen. Ganz kurz. Sendegehäuse. Ah ja. Umhang des listigen. Aber das funktioniert dann trotzdem, soweit ich das verstehe. Tänzelnde Schuhe. Tauschen. Was hast du denn so für einen besonderen Kunden wie mich? I'm not supposed to mention it to anyone. But I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mol gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old Jackaday. Okay. Bin gespannt. Mo sagt, ich kann ihn haben. Ach, die könnte ich übers Ohr hauen, komm. Mach doch ohne göttliche Führung, um fair zu sein. Fair. Er plus 10. Hehehe.
No, she didn't. Doch, sagt sie. Ich halte einfach für den Kindertiefling. Really? But she said... All right. Here. I guess. Turmförmiger Schlüssel, okay. Ey, wir haben die Milch gefunden. Begone! Okay, wir dürfen nicht sagen, dass wir Milch gefunden haben. Schade. Ja. Was ist denn mit Halsin? Was sagst denn du zu dem Angriff, Boy? Wir müssen eigentlich ihn aufwecken, ne? Das ist eigentlich der eigentliche Plan. He keeps saying Thaniel's name. He must know more. We need to rouse him. Ich vermute mal, Fluch brechen wird's nicht sein. What am I to do? Und du hast auch keinen Stufe 3 Zauberplatz mehr. Du kannst aber Fluchbrechen wirken. Ich glaube, sonst habe ich keine Fluchbrechen. Dimensionstür, brennende Hände, Dunkelheit, Dunkelsicht. Nach Wert. 640 ist das Ding. Zwei Züge lang Zorn. Mit Toten reden, Federfall, Blindheit vergrößern. Hexenpfeil. Nee, ich glaube nicht, dass ich diesen Fluchbrechen Zauberrolle habe. Sind wir ehrlich. Achso. Was kriegst du? Den Umhang? Mit dem Nebel und du kriegst die Rüstungsklasse plus. Blitzladungen, Fersen zusammenklicken. Wenn du spurtest, kriegst du Blitzladungen. Nee, nicht so spannend. Ich habe keine gute Idee. Trank der Unsichtbarkeit. Den nehme ich mir doch nochmal mit. Und Trank der mächtigen Heilung nehme ich mir auch nochmal mit. Keine Ahnung, warum ich das alles mitnehmen darf. Aber whatever. Oh, Gästeverzeichnis. Das ist noch ein guter Punkt. Joran und Claude Amster. Jean Dominguez, grauäugige Reise. Arita Duchamp. Allo Unu. Bohen Begleitung. Der Mystery Herr Plank. DJ Mulligan. Al-Akailo. Anis Gun. Jim. Er steht doch Art Kulak. Er steht drauf als Gast. Über den Trank der mächtigen Heilung. Jetzt ist die Frage, wo ist seine verdammte Laute? Muss jetzt wirklich alles hier durchsuchen? Oder sein Saiteninstrument? Alionoi. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Dunkelmaul der Böse. Das ist einfach ein riesiger Bär ausgestopft. Ich will eigentlich nicht alles durchsuchen. Jetzt pennt er, die Katze. Ah, lol, die spacht wieder auf und steht auf. Raphael? Wer war denn Raphael? It's good to see you again. Dich kennen wir. I'd ask if you've made any progress with your little problem. But the telltale twitching of your eye is answer enough. Okay. Gewiss nur ein Zufall, dass ihr herkommt. Verfolgt ihr mich? You flatter yourself. You're not the only soul of interest in this ruin. This is der hat auch eine besondere Rolle. Where hope hangs on by a single withered thread. I can mend it or cut it, depending on what they ask for. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here. Stimmt, der war ein. For decades. Der war ein Teufel. Hat mich jahrzehntelang ernährt. Ist ja nicht verantwortlich für den Fluch, oder? Please, I would never leave such a mess behind. Far too much attention for so little gain. I never surrender knowledge for free. But one good turn deserves another, does it not? To repay you for the soul sent my way, I offer a taste. Moment, ich habe ihm Seelen geschickt. Catherick Thorm, proud father, man of faith, utter fool.
On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Das hat ihn verrückt gemacht, oder was? Possibly benefit from such a massacre. Du? If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. Stimmt, er ist mein Pack. But the time for over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. Moment, ist er mein Paktgeber? Not with you, at least. Although I sense there's something your friend wants to ask me. I do. I have a proposal for you. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. Es gibt wyvern whiskey. This is serious business, devil. My old, well, a long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say. Helft ihm. Das ist eine üble Idee, Astarion. Wir sollen eine andere Lösung finden. Oh, such impatience. It's something very important to your master. But is it a love letter? A warning? Or a deed of ownership? I could give you all the gory details. But of course, you'll have to do something for me first. Let me think about it. And get back to you. You'll get back to me. Ja, so sind die Teufel halt. This is important, devil. Teufel sind da ein bisschen schwierig, sagen wir mal ehrlich. Don't worry, I'm motivated to help you. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Ja, stimmt, der war auch ein Teufel, habe ich völlig vergessen. Schwupp und weg. Wir könnten mal bei Dialogen ausblenden machen. Is that blood? No, never mind. So, jetzt ist die Frage, wo ist dieses verdammte Saiteninstrument? Ich suche hier alles jetzt. Er wird es ja wohl nicht sonst wo gelassen haben, oder? Okay, hier ist überall nur das drin, was drin sein sollte. Ha? Nicht erreichbar, kommt er gerade? Öffnen? Verschlossen. Schloss knacken. Das kriegen wir wohin? Ein Zehner. Schwierig. Verdammt. Erneut würfeln. Das sieht besser aus. So. Tagebuch des Wirts. Burgzahn, Ölflasche, Tagebuch des Wirts lesen. Möge die Mondmann uns schützen. Ich habe mein Treffen mit Morfred vor mir hergeschoben, nur um zu erfahren, dass die ganze Steinmetzgilde angegriffen und alle Bewohner zum Verhör mitgenommen wurden. Falls ich meinen Bruder jemals wiedersehen werde, wenn sie ihn erwischen, werde ich als nächstes dran sein. Ein Blick auf meinen Schrein wird mich verraten, aber ich kann und will unseren silbernen Damen nicht entsagen. Nicht einmal unter den Schmerzen, die Catherine einem versprochen hat, die sich weigern, zu ihm überzutreten. Okay. Gucken Sie wissen. Was? Karte der Schattenlande. Hab dich gut geschlagen, mein Freund. Keep an eye on Isabel. If they send anyone. Gut, nichts Spannendes. Projektion von Roland. Leah, Cal, if you see this, stay put. I will return in a 10-day at most. I repeat. Stay put. Okay, falls sie halt vor ihm zurückkommen. Okay, das lass mal einfach mal. Holztruhe. Schlamm-Mephitenflügel.
Da ist noch ein Schrank, da was drin sein könnte. Ne, das ist nur das. Das. Das sieht mir jetzt nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Sag mir nicht, dass es hier irgendwo in dem Zimmer ist. Kann doch nicht sein. Da habe ich doch schon echt viel durchgeschaut. Da ist noch ein Holzkoffer, den ich nicht durchgeschaut habe. Sonst habe ich hier, glaube ich, echt sehr viel angeschaut. Das Rätsel ist schon eine harte Nuss. Sind wir mal ehrlich. Wenn ich hochgehe... Draußen ist auch noch was. Ist hier noch irgendwas? Irgendwie bin ich jetzt sehr weit oben mit der Kamera. Ich weiß nicht genau warum. Sieht aus wie auf der falschen Höhe. Komme ich aufs Dach? Mit Karlach wahrscheinlich, weil sie so stark ist, ne? Nicht erreichbar? Ist doch Quatsch. Spring halt. Ich glaube, mein Halbling kommt halt nicht mit. Jegliches kleines Ei. Du kannst auch mit Tieren reden, oder? Für den Fall der Fälle. Schlüssel des Wirts. Oh. Ha. Hier wäre der Schlüssel des Wirts gewesen. Spannend. Hier ist sie. Gibt's auch noch einen oberen Bereich. Da waren wir noch nicht, ne? Na dann, gehen wir mal jetzt hier runter. Hier drüben war ich noch nicht oben. Okay. Das ist eine Variante. Den haben wir gefunden, den Ochsen. Was ist denn das hier? Das ist einfach nur ein Lagerraum, oder? Ist doch wahrscheinlich auch nicht das, was ich suche. Kann ich da nicht hinhüpfen? Weg ist unterbrochen. Nö, nö. Sag mal, wo bleibt denn hier? Wits and blades, always sharp. I must keep going. Have a lot on my mind and, well, in it. Komm schon. What a day. Wir müssen eh rasten. Entspannt euch. Also, der Scheiß ernst, dass du jetzt gerade wieder hochgesprungen bist, Karlach. Du bist nicht die Smarteste. So. Ja, du wartest immer noch auf Dennis. Schmiedezangen. Irgendwelches anderes Gelumpe. Das habe ich schon. Holzkoffer. Nee, das ist alles. Alles zu unauffällig. So eine Schaufel, falls wir noch eine brauchen würden. Rustikale Truhe. Losknacken. Komm schon. Nope. Genau eins zu wenig. Also die. Das Schlossknacken läuft jetzt gerade nicht mehr so gut. Das sieht aber gut aus. Jetzt haben wir es geschafft. Offen. Schwere Rüstung. Panzer der brutalen Energie. Energieabsorption erhält Energiekanalisation, wenn Hieb, Stich oder Wuchtschaden erlitten wurde. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Soll ich wahrscheinlich nicht tragen. Weil schwer. Und Karlach ist my girl, die schafft das schon.
Wasser brauchen wir auch nicht. Hat halt kurz gehofft, hier ist es drin. Aber anscheinend nicht. Ja, dann gehen wir hier wieder raus. Das ist hier, glaube ich, nichts. Da haben wir einen Wegpunkt. Wir können auch zum anderen Wegpunkt zurück. Das ist spannend. Ich weiß nicht, wo die... Du wirst ja wohl nicht die passende Dingens haben. Wirst ja wohl nicht ein Saiteninstrument haben, ne? Das sieht nicht danach aus. Sind wir ehrlich. Moment, ihr bezahlt mir echt wenig für die Ringe. Take care now. Oh. Und warum hat... Moment. Ich hab... Nein. So, wir haben noch eine kurze Rast. Wollen wir mal kurz speichern bei dem, was wir jetzt alles schon gemacht haben? Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht finden wir hier noch was. Königin der Raben. Geht zum anderen in diesem Berg durch wunderschöne kleine Bilder und künstliche Darstellungen der beschriebenen Ereignisse ab einen Auszug. In diesen Zeiten der zertrümmernden Bündnisse zwischen Elfengöttern und nachdem ihr die Bewunderung der Shaddakai-Elfen sicher war, trug die Frau ihren Anhänger auf, sie zur Göttin zu erheben. Tut es, dann stelle ich euch euren zerstörten Pantheon wieder her, sagte sie. Tut es, dann mache ich alles wieder süß und synchron. Und sie taten es, bis auf die Abweichler in ihren glühenden Gemeinden, die während des Rituals des göttlichen Aufstiegs versuchten, der Frau die Macht zu entreißen. Im entscheidenden Augenblick zerriss sie diese Abweichler. Das Ritual war unwiederbringlich gestört worden und die Königin und ihre Shaddakai wurden durch die Ebenen gesteuert und landeten in dem unheimlichen und grausamen Reich, welches Schattenfell genannt wird. Die Reise tötete sie, doch aus der verderbten Asche erhob sie sich wieder. Eine Königin mit beiden Augen und mit ihrer Dienenvögel so dunkel wie ihre Ambition. Sie wurde die Grabenkönigin geboren, die Herren über Leben und Tod. Okay. Ist das nicht was für dich? Wie Char, eine Geschichte, wie Char zu Char wurde? Zumindest verstehe ich das gerade so. Weil ihr Shaddakai und sowas. Das ist doch genau das Thema. How much farther can I go? Was ist denn hier draußen für ein Tempel? Was geht denn hier ab? I need a quick word. I thought we were safe here. More fool me. What? We need to end this quickly, before the shadows break through again. Okay, ihr seid einfach am Beten. Okay. Spannend. Hatte ich nicht erwartet, dass hier einfach jemand sitzt und betet. Ich dachte, das hat ein bisschen mehr Bewandtnis. Okay, aber hier unten waren wir jetzt schon. Keine Idee, wo diese blöde... Ja. Wahrscheinlich müsste ich ein Bade sein, um ihm ein Lied vorzuspielen, das ihn dann aufweckt. Aber ich habe niemanden, der auch nur ansatzweise die Bardenkunst beherrscht. Wir haben jetzt einiges in Aufträgen. Rolands Standort, Türme des Mondausgangs infiltrieren, bestrafe das Böse, finde das Buch. Wecke Art Culligan, untersuche das Haus der Heilung. Ach so, ja, weil wir herausgefunden haben, dass er vom Haus der Heilung ist. Und die Tieflinge festhalten. Erreiche Gedjangekrebreise zum Gebirgspass. Yep, ich würde sagen, das sind einiges an Aufgaben, die Zukunfts-Ben lösen muss. 37 Stunden sind wir jetzt im Spiel.